Schauen wir uns das mal an. Zunächst Ausgaben. Was passiert in dieser Klasse, in diesem Programm? Zunächst wird der Wert dieses Ausdrucks, das ist ja ein Literal, dessen Wert 4711 ist, wird der Wert dieses Ausdrucks auf dem Bildschirm ausgegeben. Das heißt, dort wird ausgegeben 4711. Dann wird in derselben Zeile ausgegeben, ist eine positive Zahl als Zeichenkette und es erfolgt ein Zahlenvorschub. Hier wird jetzt eine Variable 5 definiert und es wird hier der Ausdruck minus 5 berechnet. Nicht die Zeichenkette, sondern es ist ja ein Ausdruck. Hier wird der Inhalt der Variable genommen, das ist 5, und das Vorzeichen minus davor geschrieben, das ergibt minus 5. Das heißt, die Ausgabe ist hier minus und die Ziffer 5 und in derselben Zeile, hier fehlt das ln, erfolgt dann die Ausgabe, ist eine negative Zahl. Dann erfolgt ein Sprung in die nächste Zeile. Schauen wir uns das mal an. Hier ist das Programm. Ich kompiliere. Und führe aus. Und es wird ausgegeben, 4711 ist eine positive Zahl. Dann kommt eine neue Zeile, minus 5 ist eine negative Zahl und es kommt eine neue Zeile und dann ist das Programm beendet.